Ja, das Design sieht super cool aus. Ich bin wirklich happy, dass wir auch wieder die Green Machine in 2021 aufleben lassen. Dieses Jahr ein etwas anderes Design, aber dennoch richtig cool. Ich finde es auch super gut gelungen auf dem M6 GT3, was ja dann auch immer so ein bisschen die Kunst ist, ja, von einem Fahrzeug aufs andere dann trotzdem ein cooles Design hinzubringen. Und ich glaube, das ist uns auf jeden Fall gelungen. Naja, grün ist die Hoffnung, sagt man ja so schön. Aber tatsächlich, vor allem eben auch durch Schaeffler, zur Green Machine oder wie man so schön intern sagt, zur Cordula Grün geworden. Aber es passt super, muss ich sagen. Ich meine, diese Partnerschaft mit Schaeffler, die regionale Nähe, die Bindung ist einfach einmalig. Und ich fühle mich super wohl im grünen Outfit. Ja, ich meine, wir hatten unseren ersten Kontakt tatsächlich beim ersten offiziellen Test in Hockenheim. Da war sozusagen das erste Kennenlernen und muss sagen, bisher läuft es echt super gut. Ja. Ich meine, das Team ist jung, das Team ist motiviert, wirklich das erste Mal in der DTM dabei zu sein. Und es ist für uns eine Challenge, denn wir setzen nur ein Auto ein. Das heißt, die Herausforderung ist groß, aber wir nehmen sie an und wir freuen uns. Und ich muss wirklich sagen, die Zusammenarbeit klappt wirklich super. Und das macht es natürlich aus. Wenn du nur ein Auto bist, dann bist du viel individueller. Du musst viel enger zusammenarbeiten, das schweißt zusammen. Und wir hatten jetzt die zwei offiziellen Testtage. Das heißt, wir sind gut vorbereitet für den Saisonstart und freuen uns natürlich auf die Saison. Also ich muss sagen, die DTM hat echt einen guten Umschwung geschafft von den Class 1 Autos auf die GT3 mit vielen Marken, mit vielen Fahrern. Es wird mit Sicherheit super spannend, sehr, sehr interessant, auch für den Zuschauer natürlich. Ja, wenn du so eine Markenvielfalt hast, viele internationale Fahrer. Also ich glaube, wir können uns auf Spannung, auf hartes Racing freuen, so wie wir eben die DTM kennen. Also zunächst muss ich sagen, finde ich es natürlich klasse, dass Sophia am Start ist. Ich glaube auch sowohl für sie als auch für die DTM ist es ein totaler Mehrwert. Ja. Wir haben seit langem keine Frau mehr an den Start gehabt und man sieht, was sie medial bewirkt. Und sie hat ihren Weg ganz klar gemacht, sowohl im Formelsport als auch im Long Endurance und jetzt eben in der DTM. Ich glaube, viele Augen sind auf ihr gerichtet und ich glaube, wir sind alle gespannt, was sie leisten kann. Ich denke aber dennoch, glaube ich, muss man auch für sie ein bisschen die Erwartungen zurückdrehen. Denn ich meine, es ist am Ende ihre erste Saison in der DTM und jeder weiß, wie hart umkämpft die DTM ist. Aber ich wünsche ihr natürlich alles Gute und hoffe natürlich als Markenbotschafter, dass sie genauso vorne mitfahren kann.